Hi. Tröd, Geburtstag, Zeugskram und Herausforderungen. Es ist ein ganz normaler Tag auf der Arbeit, bis ein Kollege Snow zu einem Daumen-Wrestling-Wettbewerb herausfordert. Soll Snow die Herausforderung annehmen oder ist es einfach zu kindisch? Was sind das für Quests? Ich weiß es nicht. Machst Was du das hältst auf du der denn Arbeit nicht davon? auch irgendwie so Damenwrestling oder ganzes Armdrücken? Wie die echten Leute die Sachen hingegen schleppen und voll stark sind. Genau. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mich mit den Leuten dahinzusetzen und meine Daumen hinterher zu bewegen. Jo. Ja, so ich glaube schon, dass das ein bisschen was kindisch sein könnte. The fuck? Ey. Was war das jetzt gerade? Das zählte wahrscheinlich als ignorieren, weil wir lang genug nichts gemacht haben damit. Okay, komisch. Naja. Aber eigentlich ist pausiert, ne? Eigentlich war pausiert, ja, und dann war nicht mehr pausiert. Also, ich bin noch nicht an den Knopf gekommen, glaube ich, oder? Ach, keine Kann Ahnung. ich dir nicht sagen. Naja. Normalzeit. Nicht mehr pausiert. So. Etterlinge. Grundstücke. Die furchtbar Bus. aussehen. Bus. Das will ich vielleicht doch wieder lauter stellen. Ach ja, wenn sich Lautstärke und so weiter ständig ändert. Blub. Ja. Klingt, glaube ich, okay jetzt. Geburtstag erstmal sauer machen. Oder unser Programm ablegen. Das ist auch wichtig. Das ist, wir beide brauchen die Sauberkeit, er macht sauber. Ja, nur sonst fällt sein Umgebungslevel wieder bis Unendliche. Das ist auch wichtig und danach kann er die Party dann veranstalten. Jo. Weil man sowas natürlich allein macht, nicht irgendwie von den Eltern ausgerechnet kriegt. Weiß nicht. Ja, der Kühlschrank war leer. Nur ein 400? bisschen. Ja, haben wir. Knapp, aber Gerade haben wir. so. Heilige. Alte Frau. Macht die dann unseren Kakteen? Frag nicht. So. I kann kommen und Ellie kann kommen und das war's auch schon. Wieso können nur zwei Leute kommen? Das ist voll dämlich. Maximale Gästezahl 2, vielleicht wegen der Größe des Hauses. Kann sein, ja. Oh. Kommt kein jemand nicht? Aber schade. Nee, das war so eine allgemeine Frage, glaube ich. Nee, das zeigen die nur an, wenn irgendwer nicht kommt. Und wer? Das ist die Frage. Menschen. Fotos. Nein, du gehst nicht Er schlafen. legt sich jetzt nicht hin, weil er muss jetzt erst Essen annehmen. Eben. Plötzlich Hey, High Kim. Life hier. Holy. Hey, Melanie ist gekommen. Ja, das war aber zu erwarten. Ja, aber keines befördert worden. Aber dieses Bild alleine Ja? ist eigentlich schon Sims in a nutshell. Du hast da hinten jemanden, der Geld über dem Kopf hat. Hast du irgendwen, hast da noch wen, dann steht da hinten so ein Hintern. Perfekt. Ja. Ah, Und dann ich. hast du so vier Autos. Drei, egal. Nein, er geht nicht, er hüpft. Einfach weil. Sieger! Das Fahrgemeinschaft, die gar nicht erwähnen kann. Nein, Das ist nein. einfach wirklich. Ihr Geld holen, genau. Essen holen. Lieferung annehmen.
Nope. Warisch, warisch. Wunderbar, wunderbar. Noch im Laborkittel. Im Quartier. Melanie zockt. Ja. Ist akkurat. Noch ist die Party ziemlich lame. Willst du dich noch einladen? Ach, kannst du ja gar nicht. Willst du nicht aufstehen? Da hinten, echt, ey. Ja, Ich feiere da mal Geburtstag. Ja. Markus kann keine Party mehr machen. Nein, aber wir können Party machen. Beziehungsweise Cons, weil ich jetzt kochen muss. Das dauert eine Weile. Doch keine Party machen? Party läuft ja schon. Ja, man kann mehrere gleichzeitig machen eigentlich, oder? Ist aber doof. Egal. Ich meine, zur Geburtstagsparty braucht man doch nur Familie und die Freundin. Ja, ja, eigentlich schon. Und wenn er sich lang genug einredet, fühlt er sich auch nicht so einsam. Eben. Gut, dann kann Konz mal kurz aufs Klo gehen und duschen und dann ist er nicht mehr ganz so. Ich vielleicht mal umziehen. Kann mit Melanie reden. Ja, ist weiter nach dem Duschen. Er wird es, glaube ich, nicht mehr in seine Klamotten schmeißen. Wie auch immer das gehen soll. Flipper zu zweit. Ist daneben stellen. Wahrscheinlich. Nein, nicht schlafen. Kochen. Ah, ja, was denn? Spaghetti, die gehen immer. Würde ich gerade sagen. Bis auch bei mir. Ich habe als Kind nie Spaghetti essen können. Also können schon, aber ich habe immer gehasst. Von einem ins andere, der Kerl, meine Güte. Das ist eine Pose? Junge. Von wem jetzt? Oh Gott, von Melanie. Von Melanie geht ja noch. Konz. Jo. Hängt immer im Klo. Bisschen. Immer ein Laborkittel, das macht das mir gleich viel. Hey, du hast Geld verdient. Gefährlich, ja. Wie viel war das jetzt? 600 noch was, ne? 600 noch was, ja. Mal ebenso. Ah, ich mein. Ist ja auch Level 5, ne? Ich bin halt einfach gut. Nichts zu euch. Ja, ja. So, dass du im Stehen pisst, wieder mal. Echte Polizisten. Achten nicht auf Regeln. Die sind die Regeln. Wenn ich schon kein Privatdetektiv sein kann oder Geheimagent, dann werde ich halt Polizist, ne? Naja. Dann werde ich ein verdammt guter Polizist. So. Na komm, so kalt ist es nur wirklich. In der ganzen Welt ist es kalt. In den Zügen ist es auch kalt. Nicht hier. Besonders wenn die Züge schlenkern, dann gibt's Seitenwind. Ja, ich lache mal, ne? Wir stehen voll nah beieinander. Ist das aufgefallen? Ja. Drei Leute pennen. Party hard. Dezent. So, wer braucht die Energie von uns am wenigsten? Glaube ich, ne? Ja. Nee, Markus. Abheben. Ich hab grad eigentlich nur geschaut, wie unglaublich akkurat Markus gerade aufsteht und mit welcher Geschwindigkeit. Videospiele! Keine Ketten, sondern Videospiele, genau. Ja, Gero, das kannst du. Es kommt so. Oh. Ich meine, ich habe zwar keinen Bock zur Party zu kommen, nee, Gero aber... Gero war nicht eingeladen. Gero mag Markus nicht. Moment, aber Melanie war eingeladen und wer noch? Gina Neumann, glaube ich. Echt? Okay.
Ah ja, sie war das, ja. Jo. Ja, Kerzen ausblasen jetzt schon? Nee, noch nicht. Was man machen könnte, wäre kurz Musik am Machen oben. Wenn das Ganze Vielleicht. aufhört. Vor allem, was macht man bei seiner Geburtstagsparty? Man läuft im Bademantel rum. Ja, warum nicht? Das ist eine sehr intime Geburtstagsparty. Ja. Sonst geht ans Telefon, jo. Okay. Ja, irgendwie schon, ne? Es ist eh nur Familie und die Freundin da. Eben. Essen rufen alle. Einfach weil geht. Ich weiß ja nicht, wie die mit dem Kuchen am Tisch essen wollen, aber gut, warum nicht? Melanie, es steht Essen auf. Brauchst keine Chips fressen. Aber das ist typisch Melanie. Ja, das ist es. Melanie muss immer Chips fressen. Ja, nicht immer, aber meistens. Stimmt schon. Ja. Warum sie den Marken jetzt? Hä? Kann das verstehen? Hast du ihm das nicht aufgetragen? Habe ich das ihm aufgetragen oder nee? Mir habe ich das aufgetragen. Meine ich doch, oder? Keine Ahnung, Bombchen wechsel dich. Ja, er serviert für alle Leute, aber es sind nicht genug zwei Leute am Tisch, deswegen stellt die Sachen woanders hin. Tada! Gut. Er hat nicht mal die Kerze gemacht jetzt. Sims, die ich älter werden lassen kann. Keine davon? Kann ich nicht Melanie alt werden lassen? Oder Gero oder sowas? Nö. Du kannst einfach jetzt auch so auf OK klicken. Ich will keinen alt werden lassen von denen. Ja. Na, 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 nachgelesen. Etwas traurig, dass dieser Abschnitt meines Lebens vorbei ist. Es war fantastisch. Dennoch bin ich bereit für neue Herausforderungen und könnte mich dabei nicht besser fühlen. So. Räum den Kuchen weg. Die Party ist immer noch lame, aber hey. Räumt der Kuchen jetzt weg oder wie? Ja. Wollt ihr nicht essen oder so? Oder wenigstens auspust, ist nichts passiert. Er stand nur da und ist plötzlich erwachsen geworden. Während er auf Spaghetti geschaut hat. Nein! Nein! Ganz Kuchen Nein! Der war teuer! Ja, halbwegs. Dann. Nein! Ich habe übrigens ein Standbild schon wieder. Das ist vielleicht auch nicht, dass ich gerade pausiert habe. Ja, aber der Standbild war noch bevor der Kuchen in der Spüle gelandet ist. Und holy shit, das Stirn. Meine Fresse. Drehen. Hohe Stirn, Junge. Hohe Stirn. Voll Elvis. Irgendwie schon, ne? Nur viel zu sportlich. Wundert mich tatsächlich auch. Wo war das? Hier? Ja. Nö, ist mittelmäßig. Das ist eins von diesen Form-Shirts, die sonst nur Frauen tragen. Das presst einfach alles hin zusammen. Unterhemd, genau. Ja. Ja.
Da kommt Essen hier. Sehr schön. Oder wir wollen noch einen Pfannenwender, das kann natürlich auch. Wie na tun. Hat Markus jetzt gerade eigentlich ein Verhältnis zu einer Minderjährigen? Ja. Bitte? Hat Markus so gesehen jetzt eigentlich gerade ein Verhältnis zu einer Minderjährigen? Warum? Es ist nur Freundschaft, mehr nicht. Markus hat keine Beziehung. Wer war das denn? Du. Chumba! Kons. So, Crema Vana. Ich hab keine Markus, keine. Heil ist absolute Katastrophe. Ja, perfekt. Tja, ne? Ich frag mich nur gerade, was ich denn für eine Erinnerung hatte, oder woher diese Erinnerung kommt, dass wir irgendwo mit irgendwem so ein ganzes Date durchgespielt haben. Das war der andere Spielstand. Der alte. War's? Wo Konst noch nicht dabei war. Oh. Ja. Ja. Multiversum. Stimmt. So, komm, Max, du hast nur eine Stunde, um das irgendwie hinzubiegen. Oh, oder ihr steht einfach rum und schaut euch an und. Ja. Astronaut. Astronauten sind außerhalb der Erde. Bring Mondsteinschmuck zurück. Ich hab mal schlagen lassen. Sie hat mich geschlagen. Nichts gibt über eine absolute Katastrophe, die man innerhalb von etwa einer halben Minute klären muss. Ich glaube nicht, dass man in einer halben Minute innerhalb von Wasserbombenschlacht eine Katastrophe los wird. Ach ja. Vor allem, wenn sie gar nicht erst los wäre, bevor die Minute vorbei ist. In die Eier. Ja, wohin sonst, ne? Oh. Bird. Also die Scheiße hat zu analysieren. Und dann. Die Geburtstagsparty war irgendwie langweilig. Ich kümmere mich nächstes Mal besser um die Gäste. Na dann. Ja. Jetzt geht's. Liebe, ich, was? Nein. Elanie? Nein. Tschüss. Nein. Läuft weg. Warte, bleib hier! Willst du sie jetzt aufhalten, oder wie? Nee, das ist Konz. Weißt du eigentlich, wie schlimm das ist? Ich. Seit Anfang des Let's verwechsel ich die ständig. Oh. Weg. Ja. Ja, das macht die Haarfarbe. Mhm. Wessen Blumen sind das eigentlich? Eine, ja, ne? Kann ich dir nicht sagen. Blumen. Von wem seid ihr? Ah. Okay. Also doch. Dann hat sie das wahrscheinlich aufgelöst, weil... Ja. Weil... Hatte ich doch recht. Hat sie doch recht, gut. Eben. Jo. Hat sie recht wohl. Gut. Hab nichts gesagt. Du hast einiges gesagt. Und zwar sogar aufgenommen. Ja, aber noch nicht öffentlich gemacht. So, Job suchen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, muss ja, ne? Jetzt, wo er erfolgreich war, erst Betreiber werden.
Nein, lieber nicht. Uns duschen oben? Warum oben? Ja. Weil oben Dusch ist. Oh, Metal. Was macht? Rechtsverdreher? Hm. Nicht unbedingt, glaube ich, oder? Weiter schauen erstmal. Mach mal aus. Ist zwar schön Musik, aber eignet sich nicht ganz so gut. Verhaltung. Klingt fast nach seinem Metier, wir können weiterschauen. Jo. Man könnte wohl aber erstmal weiterschauen, dann überlegen. Eben. Es ist Wissenschaft. Nein, nicht du auch noch. Hat doch keine Jobwünsche gehabt, ne? Militär. Militär? Hm. Die Panzer daneben. Und man könnte. So hat sich hier irgendwas geändert? Nee. Ach, okay. Will Partyknaller werden. Also voll in seiner Karriere. Gut, schade eigentlich. Militär wäre was geworden, ne? Mhm. Oder wir scheißen einfach auf seinen Lebenstraum und er wird Militarist. Mhm. Muss man sehen. Ja, ist jetzt halt die Frage. Jobs stehen jetzt bald zur Verfügung und Militär ist, glaube ich, ein ziemlich seltener tatsächlich. Glaube ich aber auch, habe ich noch nie gesehen. Eben. Ja, scheiß drauf, würde ich sagen, ne? Ja. Du wirst nicht glücklich, wir stehen auf der Militärschule. Aha. Nix mit Party hier. Jetzt mache ich Militärkarriere, ob ich es noch nie gesehen habe. Dass da alles wieder was wird. Und ebenso. Eben. Okay. Bedürfnisse, Bedürfnisse, Bedürfnisse. Überhaupt wir reden. Dann kommt's mal voll. Das ist kein Spam, das ist Intellekt. Ja, ja. So. Weil du schon ein höheres Level hast, werde ich jetzt hier sauer machen erstmal. Jojo. Fahr mal das Essen weg. Existiert das noch? Nein, existiert nicht mehr. Okay. Gut. Sauber machen, sauber machen, sauber machen. Alles ist dreckig. Schmutz, Schmutz überall. Ah! Nein. Aber noch nicht. Nein. Okay, wenn du so offen bist, warum nicht, habe ich kein Problem mit. Doch, ich habe ein Problem mit, weil ich die Dusche jetzt Kasau machen wollte, wenn du drunter stehst. Stimmt, da war was. Naja. 7 bis 13 Uhr geht aber von der Arbeitszeit. Eigentlich schon. Und vor allem verdient auch nicht schlecht. Verdient mehr als Konz, glaube ich, ne? 3,50. Mhm. Konz verdient wie viel? Ja, eben. Und zwar auf Level 3, wohlgemerkt. Mhm. Hab ich gerade so geklickt? Nee. Doch, glaube ich, hast du. Nee. Ist jetzt Rekord tatsächlich. Hm, stimmt. Ja. Ja, was brauchen wir so als Militäriker? Wahrscheinlich einen guten Körperbau.
Hoch mit dir, trainier, bis du umfällst. Ich wüsste doch gar nicht, was man sonst brauchen sollte. Naja, auch schon die Logik, wenn du später General sowas bist, eine Strategie und so ein Zeugs. Ne? Ja, das wohl. Ansonsten wohl vielleicht Charisma? Oh. Die Leute überzeugen davon, dass es richtig ist, dass sie in den Tod rennen? Naja. Charisma und ja, ein oder zwei Mechanik, würde ich sagen, vielleicht. Später. Du brauchst nicht sagen, du kannst nachgucken, theoretisch. Könnte ich, aber... Es macht mehr Spaß, wenn du es nicht machst, ja. Nee, dafür müsste ich die Hände ja weg von meinem Essen nehmen und an die Tasten schulen. Right. Was isst du eigentlich gerade? Ja, so komische Snacks. Westernkracher. Okay. Ich meine, wenn Markus jetzt gerade auf Platinavel isst, wird er wieder zum Jugendlichen? Das muss ich gerade mal ausprobieren, sorry. Naja, ist ja nur meins, schon okay. Oh, da war was! Ja, ja, Trophisch. Warte, ich finde es aber ganz schön, hast du eigentlich? Hast du schon wieder duscht? Ich war einfach nicht sauber. Kann sein. Und? Alitasha! Javak! Hallo. Naja. Mimimi, du brauchst Spaß. Ja, ja. Hast auch... Nichts, was ich irgendwie wieder auf Platinum bringen würde. Na ja, gut. Dann geh halt auf Klo und träum dir was Spaßiges zusammen. So, du hast wieder mal einen ganz verkackten Schlafrhythmus. Machen wir jetzt wie mit immer. Dir. Naja, ich hab frei. Ja. Interne Recherche, das könntest du tun, oder du lernst, wie man sauer macht. Klingt besser, ja. Ah, vorher kannst du nochmal mit Markus reden, dann schaust du vielleicht auf Gold-Level, dann lernst du schneller. Ja, vermutlich. Wahrscheinlich. Moment. Was ist das eigentlich für ein komischer Einteil, den er anhat? Und. Ah, Ballett. Ballett? Hat. Er hat Frauenballettschuhe an. Er hat Ballerinas an. Warum hat er Ballerinas? Weil er grundsätzlich random eingekleidet wird, nachdem er eine andere Stufe erreicht. Wir brauchen einen Kleiderschrank, und zwar definitiv eine Kommode. Sofort. Noch bevor ich mit ihm rede. Schön. Du kaufst jetzt eine Kommode. Ja, ich kaufe jetzt eine Kommode. Alles gut. Die Frage ist, ist die keine. Oberflächen? Nein, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Regale wohl eher. Also ich tippe mal auf Regale, nee. Okay. Nix, da ist irgendwas, aber es ist nicht keine normale Kommode, oder? Doch, es ist eine Kommode. Aber. Eine Frisierkommode. Ja, eben. Schränke. Da. Nee, Kleiderschrank in einem Herrenhaushalt. Ja, warum nicht? Das zweite ist vielleicht. Herrenkleiderschrank. Ja, trotzdem. Über einen Ladykleiderschrank. Oder? Ja, dann haben wir ersten Stock, bitte, danke. Ja, ja, schon klar. Aber wir können auch was Vernünftiges nehmen, eigentlich. Von Mario zum Beispiel. Was ist der daneben? Bitte? Der daneben. Links oder rechts? Der rote. Ja. Nein.
Keine Malpenbrühe nehmen. Was ist das teuerste, was wir haben? Nein. Einfach nein. Okay, Malm. Lustigerweise ist das der Schreibtisch, den meine Nikole steht. Haha. Nice. Und eigentlich wollte ich den entfernen. Ebenso. Oh nein, 15 Simoleons. Ja, rein im Kreis. Ich werde aber wieder ins Bett gehen. Warum rennst du jetzt hoch? Was ist das? Okay. Muss auch wegmachen, aber okay. Ja, mache ich auch. Dann lernst du halt einfach so. Wenn Markus aufsteht, wird er sich erstmal umziehen. Ich glaub's auch. Was jetzt zusammenstellen oder planen? Ich glaube zusammenstellen. Auch fertig. Ja. Ach, gerade so schön, aber du bist, kannst du auch weitermachen, ne? Sonst brauchst du ja keine Punkte. Nö. Tschu, dann. War es jetzt mal was kürzer. Wenn ich eh frei hab, ne? Eben. Kann man, eigentlich kann man forschen, oder? Ist gerade nichts los. Ja, ich wollte nur gerade pausieren. So, Aufnahmen, pausieren. Achso, okay.